Syntastischerlöchen, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute bekommt mal jemand ein Baby in Minecraft und ratet mal jetzt alle in den Kommentaren, wer dieser YouTuber heute sein könnte. Und gerne ein syntastisches Abo da lassen, um mein bester Freund zu werden. Und ja, ganz viel Spaß beim Video haben. Guten Morgen, da bist du ja wieder. Freut mich, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast. Und heute haben wir einen ganz besonderen Auftrag. Und zwar hat mein guter Freund, der Arizul, bekommt seine Freundin oder seine Bekannte von ihrem Kind. Und er bekommt einfach ein eigenes Baby. Und wir haben die Aufgabe, Freunde, ihr seht es ja schon, sein Häuschen einzurichten ein bisschen. Und danach schauen wir im Krankenhaus vorbei, wie es denn eben ausschaut. Ihr seht, wir brauchen hier ein kleines, aber feines Kinderzimmer rein. Hier wohnt Arizul, Freunde. Er ist jetzt offiziell in die Stadt hier eingezogen, gefühlt. So, dann würde ich sagen, Freunde, setzen wir hier das Bett hin. Das hier doch. Und jetzt, oh Gott, Freunde, es regnet. Dann stell die Türe zu, dass kein Regen reinkommt. Freunde, machen wir hier einen Basketballkorb hin. Da ist ein Basketball. Da kann man hier richtig gut Basketball spielen, Freunde. So, zack und hui. Und mögt ihr da eigentlich den Arizul? Wenn ja, lasst mal ein Like da oder schreibt Hashtag ja in die Kommentare, würde mich dann freuen. So, und komm, wir treffen einfach nicht. Moment, so, jetzt. Ja, sehr gut, perfekt. Basketball setzen wir hier ab. Dann, was haben wir hier noch? Ein paar Spielsachen, aber sowas. Ah, wir haben viel für draußen, aber es regnet, egal. Freunde, wir tun einfach den Garten hier. Oh, Freunde, haben die einen großen Garten? Da haben wir, hätte ich auch gern so einen großen. Kann man hier eine Schaukel hinsetzen. Sehr gut. Dann noch eine Rutsche. Oh, und hier nochmal eine Wippe. Also Freunde, hättet ihr auch gerne so einen coolen Garten als kleines Kind gehabt? Also ich schon. Ich hätte richtig gerne so eine Schaukel. Zack. Oder eine Rutsche zum Rutschen. Richtig schnell. So, herrlich. Ohne Wippe. So, okay, die funktioniert leider noch nicht so gut. Egal, 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 egal. Und so. Erstmal wieder zumachen. Die Kiste können wir ja eigentlich mitnehmen. Die können wir ja auch innen drin verarbeiten. Und Freunde, da hinten ist das Krankenhaus. Ihr seht es schon. Da ist der Arizul. Vielleicht ist sein Kind schon da. Ich weiß es nicht. So, Kiste stellen wir hier hin. Wobei, ich würde sagen, wir stellen eine neben das Bett noch. So. Perfekt. Dann können wir nämlich hier die Lavalampe draufstellen. Okay. Die ist in der Luft, aber naja, wird schon schief gehen. Dann hier noch ein paar Spielsachen hin. Zack. Und noch was, wenn er Durst hat, der Kleine. So, also, ich glaube, es sieht schon mal ganz cool aus. Das hier habe ich schon vorher gemacht, also dass alles grün ist. Das war meine Aufgabe schon vorher. Und ich gucke jetzt mal, ob ich in meinem Zimmer noch irgendwas habe, was ihm helfen kann, was ich vielleicht jetzt nicht mehr brauche für den Kleinen. So, vielleicht so ein Teppich. Der sieht doch putzig aus, Freunde. Mal gucken, wo ist denn der Teppich hin? So, da. Ah, nee, das bräuchte ich. Vielleicht noch ein Aquarium. Das Aquarium können wir ihm noch schenken. So. Weg damit, weg damit. Perfekt, Freunde. Danach würde ich sagen, gehen wir ins Krankenhaus und gucken, ob das Baby denn schon da ist. Klingelstreich. Klingelstreich und... Ui, Alida. So, also, dann gehen wir direkt wieder hier rein. Machen hier zu und ich würde sagen, wir können hier noch so ein kleines... Aquarium hinstellen. Ja, sieht doch gut aus. Und dann hier noch so seitlich so ein Teppich. Ja, also, Freunde, ich finde, das Kinderzimmer sieht eigentlich richtig, richtig cool aus. Da würde ich auch gern drin wohnen. Mal gucken, ob wir da noch... Zack. Und... vielleicht können wir da aufs Aquarium springen von hier. So, zack. Okay, noch einmal probiere ich's. So, zack und... okay, schade. Egal. Dann würde ich sagen... los geht's und wir gucken mal im Krankenhaus vorbei. Zack, 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 noch der Alina Bescheid geben. So, Alina, jetzt bin ich's wirklich und es ist kein Klingelstreich mehr. Der Arizul ist jetzt in der Stadt und der bekommt ein Baby. Unglaublich, ne? Ja, dann gucken wir uns direkt mal an, den Kleine. So, also gut. Dann heißt gleich wieder zu Dr. Sünte werden und uns alle coolen Sachen anziehen. So, hallo Sandra. So. Hallo Dr. Sünde, freut mich, Sie wiederzusehen. Ja, mich auch. Und ich bin hier auch wegen Arizul, ne? Er bekommt ja ein Kind, der Kleine. Okay, dann heißt erstmal hier die Doktorsachen anziehen. Zack, check, check, check. So, sehr gut. Die ärztlichen, oh, diese ganzen Arztsachen mitnehmen. Skalpell,
Spritze, Blut etc. Und dann würde ich sagen, sind wir gewappnet. So, und oh Gott, was ist denn hier passiert? Okay, Freunde, ich muss mal wissen, was hier in meinem Krankenhaus abgeht und guck da mal rein. So, okay. Oh Gott. Oh Gott, Freunde, ich glaube, der Patient... Oh Gott, Freunde, ich glaube, der Patient hier ist verstorben. Oh Gott, ich muss die Sandra nachfragen. Sandra, 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 was ist denn da passiert da oben? Wie, der Patient ist verstorben. Ach du Grüne, ja, kein Wunder, dass da zu ist. Okay, gut zu wissen. Okay, Freunde, ihr müsst wissen, immer wenn bei uns im Krankenhaus ein Patient stirbt, sperren wir hier die Räume so ab. Und hier ist er auch bei dem Patienten gewesen. Ich darf leider nicht mehr reingehen, ihr könnt es vielleicht mal sehen, aber... Okay, da gucken wir lieber nicht hinterher. So, also, und da sehe ich doch jemand Bekanntes. Zu dir komme ich gleich, Easy. So, erst noch kurz zu den kleinen Kindern hier oben. Sind alle noch da? Immer wenn ich komme, regnet es hier. Und ihr könnt nicht in den Pool gehen. Ihr armen Kinder, ne? Aber sonst wieder alles besser. Ja, Georgi, geht schon besser. Spielen tut dir auch schön, ne? Lavalampen könntet ihr eigentlich mal anmachen hier, aber ist noch zu hell. Okay, ja. Okay, schade. Aber dann hoffe ich mal, dass es dir bald noch besser geht. Jetzt gucke ich mal bei dem Aerosol vorbei. So. Ich freue mich für meinen guten Freund Aerosol, sagt die Easy. Ja, ich mich auch. Ich schau mal nach. So, und... Ui, 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 ui. Das Baby ist gesund, sagst du, Janina. Oh, das ist also das Aerosol-Baby. Ich bin gespannt auf das Kinderzimmer. Ja, Roman, das kannst du auf jeden Fall sein. Ich habe mir da richtig viel Mühe gegeben, ne? Baby Ara. Ah, du sollst einfach nur... Ah, ach Gott, du freust dich auch. Oh Gott, ich bin bestimmt kalt. Ich hol mal ganz kurz was. Oh Gott, Freunde, das sind einfach Löcher hier und... oh Gott, Löcher im Fenster drinnen, ist ja bestimmt kalt. Warum sagen die denn da nichts zu mir? So, 1, 2, 3 und 4. So, komm her. So, perfekt, mal. Dann machen wir mal ganz kurz da oben zu bei euch, sonst erfriert ihr ja noch. Ich gucke dann gleich mal bei dem Baby nach, ob er auch wirklich gesund ist. Ne, so. Okay, das kann ja nicht sein. Oh, jetzt hab ich... Freunde, ich bin gleich wieder da. Dr. Sünte ist nicht weit entfernt. Ihm fehlen nur 2 Dirtblöcke. Dann ist er da. So, also Lego. Hier 1, 2. So, okay. So, jetzt hier hochlaufen. Zack, 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 zack. Run, Boy, run. So, also, ich untersuche jetzt mal kurz das Baby, ob es wirklich gesund ist, etc. So, dann lass mal gucken, Baby Aerosol. Mal den Puls hier abhören. Ja, das hört sich schon mal gut an, Aerosol. Also, deinem Kleinen geht's vom Herzen her, ist alles gut. Dann noch eine Impfung hier, alles Mögliche. Das kann jetzt ganz kurz wehtun. Ah. So, einmal hier und dann nochmal. Ah. So, und die letzte Spritze jetzt nochmal ganz kurz. Es tut vielleicht ganz kurz ein bisschen weh und zack. So, also, du bist auch gegen alles geimpft jetzt. Nochmal hier dein Skelett etc. Sieben nochmal alles. Alles kerngesund, also der Junge. Ja, dem geht's bestens. Dem geht's echt bestens. Und ich würde sagen, aufs Kinderzimmer kannst du dich aufhören. Da hat die Sünde-Army, also wir, die Sünde-Army, hat da einiges geschafft. Was gar nicht so selbstverständlich ist. Also, Baby Ara geht's gut. Aerosol geht's noch besser. Janina, ja, ist auch sehr froh. Und Easy, die freut sich für ihren Freund, ne? Für einen guten Freund Aerosol, ne? Also, sehr, sehr gut, Freunde. Also alles im allem ein sehr erfolgreicher Tag. Ich gehe jetzt nochmal zurück ins Kinderzimmer, gucke, ob alles ordentlich ist. Das soll es aber sein. Und dann sehen wir uns nachher, Aerosol. So, Easy, das Kinderzimmer ist übrigens auch fertig vom kleinen Baby. So, okay, und das muss sich um andere kümmern. Dann legen wir mal ganz kurz die Sachen hier alles so rein. Sehr gut. Zack, zack, zack. Die Arztuniform, Outfit, was weiß ich, ausziehen. Türe schließen, dann heißt es, Sandra, das Ara-Baby ist mehr als gesund und wir können nach Hause gehen. So, perfekt, Freunde. Okay, Freunde, da ist es schon das Häuschen. Wir gucken nochmal nach, ob alles beim Rechten ist. Sollte es aber sein, dass jetzt gleich das Ara-Baby hier schön ins Bett gelegt werden kann. Die Lavalampe machen wir nochmal an. Und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt auch ins Bett. Ihr seht, es ist mittlerweile schon richtig, richtig spät geworden. Das Krankenhaus leuchtet noch von innen und von außen. Also da ist noch einiges los. Wir legen uns jetzt, okay, das war das falsche Zimmer, hoch ins Bettchen, legen uns schlafen, Freunde. So, perfekt. Und nochmal ein paar Worte von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, würde es mich mega freuen. Wenn du ein Like da lässt, würdest du ein kostenloses Abo, ein fantastisches, um mein bester Freund zu werden in Minecraft. Mach's gut.
Bis zum nächsten Video morgen. Haut rein, teilt das Video auch gerne mit deinen Freunden. Mach's gut und tschüss.